more. Yeah. Every day I got some fly shit on. Yeah. Keeping on black outfit on. I already bagged most of the chicks that you have been trying to. Und damit herzlich willkommen zurück bei King Marv. Heute mal wieder mit Planet Coaster. Aber nicht nur das. Es gibt eine kleine Überraschung. Ihr seht es vielleicht unter dem Geld. Ich habe sehr viel gebaut in der letzten Zeit und möchte euch das jetzt mal präsentieren. Ja, Leute, wir haben einen neuen Parkeingang. Eine Achterbahn habe ich leider auch schon gebaut. Ich brauchte Geld. Deswegen. Das ist hier unser Parkeingang zu unserem Disneyland. Wir haben mehrere Parkeingänge jetzt hier. Leider konnte ich hier den nicht wegmachen. Also ich weiß nicht, wie das geht, wie man diesen Scheiß hier wegmachen kann. Das ist jetzt unser offizieller Parkeingang halt mit dem kleinen Stück hier davor. Aber das hier, das soll uns einfach nicht stören. Ja, man kommt hier einfach rein in das schöne Disneyland. Links und rechts von uns befindet sich hier Wasser, ein paar Sprudeldinger. Und ja, so habe ich das aufgebaut. Weiter geht's dann hier. Die Achterbahn, also der Wing Coaster und der Achterbahn, die hier vorher standen, die habe ich gleich weggetan. Die ist da hinten. Ich kann euch mal die eben zeigen, die Achterbahn. Die habe ich noch mit ein paar Hügeln verziert. Und ja. Was für ein Personal ist unzufrieden? Mein Gehalt ist das allerletzte. Wo bist du? Ach komm. Bisschen höher, ein bisschen höher. Ich guck mal eben kurz nach den, nach unseren, Personal. Was ich hier wieder ausbilden kann. Seine Arbeitsmoral ist. Ja komm. Gehen wir mit 210. Wir waren bei der Achterbahn stehen geblieben. Ich habe die weitestgehend halt mit den Hügeln hier noch ein bisschen verziert. Aber momentan, okay, sie ist eigentlich noch recht gut besucht, muss man jetzt mal sagen. Ja. Ja, und was hat sich noch verändert? Die Wing Coaster, die hat sich auch gar nicht geändert hier. Die habe ich einfach nur wieder hier hingetan. Also anders Platz gesucht. Wir haben ein neues Gerät hier. Dafür habe ich aber noch keinen Schuppen hier gebaut. Da war mir schon nicht nach. Ein neues Haus für Toiletten haben wir auch hier. Nach dem Western-Style, nach dem Disneyland-Style sogar gebaut. Und ja, was dafür habe ich auch noch keinen Schuppen gebaut für diesen kleinen Müll-Nonsens hier. Ich habe mich erstmal auf den Parkeingang wirklich konzentriert und ja, dass man hier so ein bisschen burglich, wie auch immer, dass hier unser erster Abschnitt so mit Burgen verzieren soll. Und danach zieht auch hier unsere Achterbahn, die, wenn man hier reinkommt, sehr viel Accessoires aus dem Burgzeitalter hat. Mit unserer hübschen Prinzessin, könnt alle mal Hallo sagen, ne? Die kleine, nein, Spaß. Ja, und. Oh, da ist ein Forschungsding, ist fertig. Informationsgames, Service. Nice. Danach habe ich nämlich geforscht. Ich brauchte nämlich unbedingt so einen Infostand. Damit jetzt welche meine, ich tue mal hier hin. Damit welche meine, den Premium Pass kaufen können. Wir gucken mal, wir setzen den einfach mal auf $15, mal sehen, wer sich denn alles holen wird. Vielleicht hole ich ein paar, da wäre noch unsere Finanzspritze halt so. Was man auch machen könnte, ich habe nämlich, vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Ah, komm, 10. $10, das kostet der Premium Pass. Geldautomaten. Können wir auch nochmal gleich reintun. Damit die Leute direkt nicht nur einmal Geld ausgeben, nicht nur einmal Geld dabei haben, sondern natürlich mehr Geld als nur einmal. Danach ziele ich auf jeden Fall. Können wir ganz gechillt hier hin tun.
cool, ne, der ist hier scheiße. Wir tun den hier zu unserem Infogebäude hier. So. Ja. Ich habe auch hier unseren Brunnen, da ist es leider nur die Achterbahn ein bisschen blöd drin. Da muss ich noch irgendwas mit den Stützen, mit dem Tyrann-Tool spielen, damit das geschieht, also nicht geschieht, aber halt, damit die Stützen hier zum Beispiel der Erde hier haben und die denken, nö, da ist Erde, da kann ich mich abstützen, dass die Kacke hier nicht in unserem schönen Brunnengarten hier ist. Den habe ich natürlich auch hier sehr gut gestaltet. Wieder mit der Prinzessin, wieder mit diesem Burgding. Ja, dann, ich weiß nicht, wir können einmal, wenn wir schon dabei sind, können wir einmal mit der Achterbahn hier fahren. Wir steigen auch schon direkt die erste ein. Ja, bin ich einfach ohne euch gebaut. Ich musste einfach, weil ich Geld brauchte. Ich brauche Unmengen an Geld. Und, ja, deswegen habe ich das jetzt einfach ohne euch gemacht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber, ja, das wird schon, also, ja, ich durfte das einmal machen, ne? Das war ja legitim. Ist eine Looping-Achterbahn. Ich habe die jetzt so gebaut, dass die jetzt einmal schön so runter, noch einmal Schwung kriegt. Ja, und sonst gibt es eigentlich nichts dafür zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dabei labern soll oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich einen schnellen Kettenlift benutzt, damit es auch nicht langweilig wird für die. Weil die Anzeige oben, wo das immer angeht, die war schon recht niedrig dabei, wenn man so einen 4 mph Kettenlifter einbaut. Natürlich, jetzt haben wir eine kurze Geschwindigkeitsverringerung und danach kommt direkt jetzt gleich der Looping, der natürlich speziell direkt über dem Eingang platziert worden ist. Damit, wenn man hier in den Park geht, direkt so denkt, so, oh, geil Looping, geil Achterbahn, das ist perfekt. Und ja, ich habe die Achterbahn auch so konzipiert, dass sie direkt durch den Parkeingang einmal nochmal durchgeht, was ich natürlich richtig geil fand, mit den Wasserstrahlen auch an den beiden Seiten, was, wenn ihr den gerade gesehen habt. Ja, und das war's schon mit der Achterbahn. Sie ist recht klein, nimmt aber viel ein. Also bis jetzt noch nicht, ich habe die noch nicht lange eröffnet, ich musste erstmal dieses geile Burggebäude hier bauen. Ich merke gerade, da ist eine Platte raus, das solltet ihr jetzt nicht sehen, eigentlich sollte das perfekt werden. Und ja, weiter zu der Achterbahn. Die Achterbahn ist ein Schnäppchen. Ja, wenn du das sagst, Mensch, dann, ne? Machen wir doch mal 15. Sagen Sie es immer noch, das ist ein Schnäppchen? Die Prozent der Waschstelle sieht fantastisch aus. 7%? Was? Wieso denn nur 7%? Alles klar. Hey, ihr seht ja, bisher hat sie mir 4000 eingebracht. Ich wollte auch noch den Premium-Passiv hier aktivieren. Das können wir direkt mal zusammen machen. Nee, nicht auslösen. Wo ist denn hier der Premium-Pass? Wo war hier der Premium-Pass? Ja, Premium-Pass aktivieren. Was? Okay. Läuft. Kann ich den irgendwo bauen? Oh, wie, na, die Achterbahn wird geschlossen, wenn ich einen Premium-Pass aktivieren will. Alles klar. Was dumm ist, ich kann die jetzt irgendwo hier hinbauen, oder was? Ich sehe das nicht. Schlangenentwurf wäre ungültig. Ach so. Ja, natürlich. Oh, ich bin noch dumm. Jetzt muss ja zuerst ein Eingang und dann der Ausgang gemacht werden, damit. Down.
Jetzt geht das nicht los. Das weiß ich nicht, was ich vorhabe. Was wir den einmal so bauen. Der schlängelt sich so ein bisschen hier durch. Ich mach nochmal eine Stufe höher, damit wir rot hinkommen. Ey! Oh, ich hasse das immer. Dann bewegen wir jetzt langsam vor. Hallo. Geht's aber schneller? Manchmal, also die Kameraführung, wenn man Wege platzieren will, hasse ich einfach. Weil die es einfach nicht imstande ist, das Gute zu bekommen. Guck mal, dann hätte das schon fast gereicht, glaube ich. Ja. Oder nicht so. Das wollte ich jetzt nicht. Ich drücke immer I. Ich hab's gleich, Leute. So nicht funktioniert, wie ich will. Ach, jetzt ist die Kamera wieder draußen. Ey, ich krieg gleich die Frickeln. Meine Güte. Verbinde dich doch jetzt einfach. Geht doch. So, jetzt ist sie eröffnet. Ja, jetzt haben wir den Premium Pass noch aktiviert hier. Vielleicht kaufen sich dann noch mehr Leute, wenn ihr die zufrieden macht. Seid ihr denn alle unzufrieden? Warum bist du unzufrieden? Sag es mir. Zeit, dass ich mir eine neue. Vielleicht stellt hier ein anderer Park gerade ein. Warum? Muss mehr Geld haben. Wir können auch noch einen anderen Animateur einstellen. Der Prinzessin, die passt ja nicht gut. Also ihr seht, hier ist auch sehr viel noch zu tun. Nebenbei. Ich bekomme nicht das Geld, was ich wert bin. Ah, alles klar. Reparier doch einfach, Junge. Dann stelle ich noch einen anderen ein. Hab ich eigentlich nur einen. Ich hab nicht zwei hergestellt, aber okay. Was macht der da? Egal, er ist schon unterwegs. Ach, wahrscheinlich kann er doch nicht. Dann schon hier. Wäre ein Problem. Gut. Ja, Leute, das wollte ich halt euch so zeigen, was sich hier getan hat. Und ich muss noch Bänke ausstellen. Wir immer noch. Wären diese Dings nicht da oben, dann wäre ich schon tot, glaube ich. Nehmen wir mal die Bänke. Damit sie sich auch hinsetzen können, wirklich essen können oder so. Ach, ernst? Die setzen sich einfach mit dem Geländer nach draußen. Alles klar.
erreichen erstmal. Ja, Leute, das hat sich so geändert, so in diesem Park. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, wie ich eine Achterbahn baue. Aber ich denke mal, das werde ich dann im nächsten Part machen, weil, ja, vielleicht, ich werde noch irgendwann jetzt eine Achterbahn bauen. Im Moment läuft es sich darauf hin, dass ja, ich wieder ein Gebäude bauen muss für die Fahrgeschäfte hier. Und ja, das ist nicht so spannend wie zum Beispiel eine Achterbahn zu bauen oder sonstiges. Und da ich jetzt auch noch nicht so viele Achterbahnen habe, ja, wollte ich das erstmal nicht im Angriff nehmen. Ich wollte mich eigentlich eine Achterbahn für, also eine Holzachterbahn wollte ich eigentlich haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es damit aussieht, aber ich wollte sie auf jeden Fall haben, damit ich vielleicht so einen geilen Western-Style-Park noch bauen kann, also einen Abschnitt. Und ja, ihr könnt gespannt sein, was als nächstes folgt. Ich werde euch wieder darüber berichten. Ich werde euch auch ein paar Fans ziehen. Also ich werde auf jeden Fall die Achterbahn mit euch bauen, wenn ich die Holzachterbahn mal irgendwann erforscht habe. Und wenn natürlich das Geld wieder stimmt, weil momentan machen wir minus 400, das kann aber sein wegen den Forschungen und Projekten, die ich momentan am Laufen habe. Und ja, könnt gespannt sein. Also Leute, ich würde sagen, bis dahin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei, wenn es wieder heißt, wir bauen unser Disneyland. Also Leute, haut da rein! Tell me that you love me, even if it's fake.